Oh ja, wir kommen näher. Ich spüre meinen Körper in der Nähe. Ach Das ja. wage ich zu bezweifeln. Die Musik wird auch. Das ist weit genug. Mein Körper liegt hier unter der Erde, direkt am Rand dieses Mondes. Am Rand, nicht unten. Am Rand. Danke für deine Hilfe, Elena. Ich Ach wäre ohne so. dich endlos durch die Welt gestreift. Ich kann jetzt meine Reise ins Jenseits beenden. Ich wünsche dir Glück dabei, deinen Vater zu finden. Ich versichere dir, dass er lebt, aber du musst dich beeilen. Ich werde über dich wachen. Lebe wohl, Elena. Das war tatsächlich der Flying Hawk? Elena Elkhorn, du kannst nun endlich in Frieden ruhen, Flying Hawk. Dank dir weiß ich, dass mein Dad irgendwo im Anwesen ist. Danke für alles. Ich dachte am Rand, dass du da an den Rand musst. Ich gehe da nicht. Nein, nein, ich höre schon auf, ich gehe nicht weiter runter. Immer wieder hoch. Langsamster Aufzug der Welt, Ein-Mann-Betrieb. Ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt tatsächlich so schnell die Seele von dem, den Körper von dem finden, ne? Ja, ich auch nicht. So, oh, ein Tagebucheintrag. Flying Hawk ist jetzt fort. Er ruht irgendwo in Frieden. Ich freue mich für ihn, wirklich. Er ist viel zu lange auf dieser Welt gewandelt. Ich wünschte nur, er hätte mich nicht ganz allein lassen müssen. Ich fühle mich ohne ihn ein wenig verloren. Aber er hat mir ja schließlich etwas gegeben. Ich glaube nicht, dass ich ohne seine Hilfe so weit gekommen wäre. Und dank ihm weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt einen Weg in die Villa finden. Sie ist so groß und sieht von außen und innen gruselig aus. Ich will das eigentlich nicht tun, aber wenn das bedeutet, dass ich meinen Dad finde, werde ich alles tun, was ich tun muss. Mädel, dreh dich um und geh nach Hause. Das würde Daddy auch so wollen. Oh, warum? Das ist so dieses typische Horrorfilmmotiv. Nicht tun, was logisch ist, sondern möglichst das Dümmste machen, was man kann. Und auch alleine hingehen. So, ab in die Sternwarte. Sieht hier ebenfalls sehr vertrauenserweckend aus. Eine Notiz, okay. Wo ist... Ach, das ist hier diese. Ich glaube, wir haben einen günstigen Standort für unser neues Zuhause gefunden. Eine grüne Lichtung, umgeben von Flüssen voller Fische und einer Fülle an Wild. Eine Komplikation besteht jedoch. Die Lichtung ist die Heimat von einem Stamm von Wilden, genannt Quantaco. Ich habe gehört, dass sie ein friedliches Volks sind, aber es widerstrebt mir zu glauben, dass die Wilden, die weder Regierung noch Gesetze haben, irgendeine Art Zivilisierung in ihrem primitiven Gehirn kennen. Aber ich werde meinen Teil als Mitglied der überlegenen Rasse tun und ihnen den Anstand vermitteln, mit dem ich aufgezogen wurde. Ich werde so tun, als wäre ich bei einem Geschäftstreffen mit einem anderen kultivierten Gentleman. Der Typ ist, nicht sehr sympathisch. Nope. Kein bisschen. Wir gehen die Treppe hoch, wir gehen die Treppe runter. Ja, viel bleibt uns ja auch sonst nicht übrig. Oh, Geist. Hallo, Herr Geist. Les Rivers. Ich muss offen gestehen, ich bin schockiert. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Die Sonne hier ist so hell und warm, ich könnte einfach ein Köchchen machen. Manchmal reden die sehr seltsames Zeug. Als ob die noch gar nicht tot wären. Ja, ich warte hier. Ich glaube, die checken auch teilweise gar nicht, dass sie tot sind. Das sind so ein bisschen, das ist so, wenn du wahrscheinlich stirbst und gar nicht realisierst, dass du gestorben bist. Aber für was war denn jetzt diese Sternwarte gut? Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir später nochmal hierher. Ach, da war ja eine Notiz. Naja. Ja gut, aber nur wegen der Notiz werden die nicht so einen Ort aufgebaut haben. Gut, also ab in die Villa. Ich freue mir, nett. Ich würde sagen, kann man gezielt speichern? Nee, halt, so nicht.
Ich wüsste gern, ob ich gezielt speichern kann. Irgendwie nicht so. Ich würde aber trotzdem vielleicht mal vorschlagen, weil wir wissen ja noch nicht, wie gut das jetzt mit der Aufnahme geklappt hat. Ist ja unser erster Versuch, dass wir an der Stelle jetzt ein Päuschen machen, beziehungsweise halt die Aufnahme aufhören und beim nächsten Mal weitermachen. Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem, was wir hier so getrieben haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dass wir diesmal zu zweit unterwegs waren. Meinungen sind immer gerne in den Kommentaren willkommen. Wie gesagt, ansonsten Kanal ist in der Videobeschreibung zu finden von der guten Rübka und ja, irgendwie wollte ich noch was sagen. Ich weiß aber nicht was. Geh noch mal durch die Tür, vielleicht speichert's. Bist wahnsinnig. Siehst du? Chapter 2: Warframe's Warrior. Trotzdem bist du wahnsinnig. Es hat sogar zweimal gespeichert. Gut. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und verabschieden wir uns jetzt. Ja, ich sag tschüss. Und Cheerio, the King has left the building. Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Whispering Willows. Ja, ich bin natürlich wie beim letzten Mal nicht alleine hier unterwegs, sondern habe wieder Vikingscape, wie sonst auch immer, die Rübka dabei. Hallo. Und ja, beim letzten Mal war sie noch recht still, natürlich, weil die Arme wurde von mir einfach dazu genötigt mitzumachen. Heute gucke ich mal, dass sie ein bisschen mehr reden muss. Genau, weil heute werde ich nämlich genötigt, das Gamepad zu steuern. Und so wie ich mich das letzte Mal über ihn lustig gemacht habe, dass er dauernd Pause drückt oder irgendwas anderes drückt, was total unnötig war, wird mir das wahrscheinlich jetzt auch passieren oder wir sterben einfach, falls man sterben kann. Ja, genau, weil jetzt darfst du dann dauernd in Pause gehen und ich mache mich über dich lustig. Ja. Guck Ja. mal, da ist was. Und das Schöne ist ja, genau, oh, eine Notiz direkt. Ey, jetzt musst du erstmal die Steuerung hinkriegen. Ja. Ist das schon der richtige Text? Ja, ich glaube schon, ne? Warfam Willows. Ich habe mich heute Morgen mit dem Quantaco-Schaman getroffen. Einem Mann namens Flying Hawk. Wir haben uns getroffen, um den Tauschhandel des Landes zu diskutieren. Aber unser Gespräch hat sich gewendet. Er sagte mir, dass dieses Gebiet voll von spiritueller Macht sei, dass der Schleier zwischen diesem und dem nächsten Leben dünner als anderswo sei. Wir haben über Martha gesprochen, dass er mir helfen könnte, sie wiederzusehen. Ich habe ihm geglaubt und er bot mir seine Friedenspfeife an. Ich war nicht sicher, aber der Mann hat mir gesagt, dass es mir helfen würde, mich zu befreien. Ich probierte von dem seltsamen Rauch, den er mir gab, und der Mann sagte mir, ich müsse loslassen, wenn ich sie wiedersehen wollte, dass mein Geist rein sein müsse. Wir meditierten für einige Zeit. Meine Gedanken rasten währenddessen. Ein Anfall von Paranoia packte mich und ich erkannte, was der Medizinmann vorhatte. Er würde mich meiner Hoffnung auf die Zukunft nehmen, mich ein Leben in der Wildnis leben lassen. Ich wusste, dass er versuchte, meine Gedanken zu vergiften, und ich hätte gewettet, dass der Rauch auch eine schändliche Absicht hatte. Wahrscheinlich soll es eher schädliche Absicht heißen, naja. Ich weigerte mich, solch eine Unverschämtheit zu dulden. Ich stand auf und forderte diese Nekromanten zum Kampf heraus, aber er rührte sich nicht. Ich legte meine Hände um seinen Hals, aber noch immer rührte er sich nicht. Ich drückte, bis das Leben seinen Körper verließ und er zusammensackte. Ich ließ los und löste meine Finger von seiner Haut, als er umkippte. Ich verließ das Tipi und gab meinen Männern den Befehl, die Erde von diesem abscheulichen Wilden zu reinigen, wie Gott es mir befehlen würde. Dabi tötete sogar zum ersten Mal. Ich wäre stolz auf ihn, aber er zitterte den ganzen Rest der Schlacht. Es war nur ein kleines Mädchen. Das sind schließlich nur Wilde. Ja, sehr sympathisch, der Herr. Genau, nee, worauf ich gerade noch zurückkommen wollte. Du bist heute am Gamepad, weil wir haben ein bisschen. Du sollst ja auch nicht rausrennen, du sollst hier Ja, drin nee, ich rumrennen. wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ja, klar, genau, mich ärgern. Wie beim letzten Mal warst du jetzt zum. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ich frage mich nur, wer das sein könnte. Entschuldigung. Die Frauenbürste. Ja, Mit den Brüste. Frauenbrüsten, ja. Zwei Idioten, ein Gedanke. Jetzt geh doch mal durch die Tür. Einfach durch. Ja? Ja, einfach durch. Ich bin durchgegangen. Ja, weiter.
Was wollte ich denn jetzt? Genau, geh erstmal ganz nach links, dass wir einmal. Das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wotham doch keinen so schlechten Geschmack. Dass wir erstmal sehen, ob da am Ende noch was ist. Tatsache, siehst du mal? New. Was wollte ich denn jetzt Ein sagen? Fenster. Meine Güte, noch eins. Ich glaube, da kommst du nicht weiter. Jetzt bin ich nur Zuschauer und kapiere trotzdem nicht, was ich jetzt erzählen will hier. Aha. Boah. Dafür erschreckst du dich schon? Was sollen wir hier? Da ist eine Notiz. Du Da bist ist an irgendwas der. runtergekracht. Guck mal, der Schrank. Ja, aber du bist an der Notiz vorbeigeflogen. Oh, wo? Da links, auf der Kommode. Ah ja. Ach ja, genau. Ich wollte sagen, dass wir uns entschieden haben, beziehungsweise ich, dass er entschieden habe, spontan heraus, als wir gerade die Aufnahme gestartet haben, dass wir uns nach Aufnahmesession abwechseln am Gamepad. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach so, ja, das habe ich ja eh schon erklärt. Nee, du hast nur erklärt, dass du dran bist. Nicht, dass wir Ja. uns immer abwechseln jetzt. So, ich bin jetzt der Tisch. Ich bin der Tisch, so, ja. Muss schon den richtigen Knopf drücken. Was soll ich jetzt mit dem Tisch machen? Ich verstehe das jetzt Wahrscheinlich nicht ganz. da, siehst du? Ist ja Uns den nett. Weg ebnen. Aha. Aber wie kommst du jetzt zurück? Ah, du kannst ja Ja, einfach ich wieder in kann deinen ja Körper einfach so rein. zurück. Ich will aber hier mal. Oh. Was Das bist hier. du heute so schrecklich? Letztes Mal warst du nicht so schreckhaft. Claire O'Halloran. Mein armer Darby. Sein Mörder wurde nie gefunden, trotz der Bemühungen. Ich habe über seinen Tod nachgeforscht, aber etwas hat mich aufgehalten. Bis zum heutigen Tag weiß ich nicht, was er war. Was ist wahr? Was es war. Bitte hilf mir, Elena. Ich kann nicht ruhen, ehe sein Mörder nicht gefunden wird. Ehe sein Mörder gefunden wird, nicht gefunden wird. Aber hast du gerade gemerkt, da hieß es wieder Darby. War Darby nicht der Sohn von dem Warfam? Wie weit kann ich denn hier laufen? Ich glaube ziemlich weit, aber geh doch mal in deinen Körper zurück. Ja. Und dann geh mal wieder den Weg zurück und geh mal durch die Tür, die wir Warte, auf dem Weg hier haben. war nichts mehr, ne? Nee, hier war nichts mehr. Da die Tür. Ja, genau. Soll ich da durch? Ja. Ist verschlossen. Haha. Dann gehen wir jetzt mal hier die Treppe hoch und dann den linken Weg. Systematisch Wie ablaufen geht halt. man die Treppe hoch? Wer betritt da diese Villa? Du solltest besser zuerst mit mir sprechen. Hab ich doch schon. Achso, nee. Ich habe mit jemand anderem Nee, gesprochen. du hast mit der gesprochen. Nee, gar nicht. Das ist Darby O'Halloran. Das ist der Sohn. Du musst an der Treppe nach oben drücken, damit du hochgehen kannst. Geht Ja, nicht. ist ja gut. Geht nicht, da Okay, kommt es. dann musst du nach rechts gehen. Vielleicht ist er irgendwo rechts dann. Aber wir waren ja jetzt erstmal nur den linken Weg. Männerbrüste. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, ich habe mit Absicht Männerbrüste. Jetzt geh doch mal nach Ja, rechts ich durch die wollte es Tür. nur ausprobieren, meine Güte. Nein, du wolltest dich drücken. So einfach ist es. Bist du jetzt automatisch in die Form übergegangen? Nee. Okay. Ah, da ist er da ja schon. Ach so, ja, Männer bin ich ja. Darby O'Halloran. Oh, es ist nur ein kleines Mädel. Wortham ist mein bester Kumpel. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Er will deinesgleichen nicht sehen. Meine Frau ist eher gewillt, ihre Zeit mit kleinen Mädchen zu verschwenden. Ah, okay. Ich dachte, Darby wäre der Sohn von dem Wortham, aber das war der beste Freund. Und der hat zum ersten Mal gemordet, da bei den Indianern. Und der bewacht den Weg nach unten scheinbar. Es gehört in ein Museum. Und da lacht sie. Naja, ein bisschen fröhlich muss sie ja auch sein an diesem düsteren Ort. Gibt ja sonst nichts zu lachen. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt die Treppe hoch. Ja. Wir gehen die Treppe hoch und dann gehen wir die Treppe runter. Fängst du schon wieder damit an? Wir haben ja inzwischen auch nachgeguckt, Oh, von wo ein das neuer ist. Tagebucheintrag. Komm, wir lesen mal. Es gibt ja auch noch eine Notiz. Das ist jetzt das. Warum heißt er jetzt Darby Brülloran? Ach so, weil, ja, das schreibt sie ja. Das ist ein Tagebuch. Okay,